UFOs und Aliens geht, sind die einen gleich raus, Spinnerei, alles Blödsinn. Bei anderen dagegen läuft gleich ein Film ab, springt die Fantasie an und spätestens seit sich jetzt sogar der amerikanische Kongress mit einem ganz konkreten UFO-Papier beschäftigt, bekommt diese Fantasie neue Nahrung. Die Frage ist nur, haben wir hier schon einen sensationellen Beweis oder handelt es sich um eine geniale Fälschung? Lichtphänomene, Wetterballons, extraterrestrische Erscheinungen, immer wieder UFO-Sichtungen. Wenn selbst das Pentagon Videos von Sichtungen veröffentlicht, muss doch was dran sein am UFO-Mythos. Dieses Dokument soll sie angeblich enthüllen, die ganze Wahrheit. Ich sagte, ich würde gern etwas erfahren über ihr abgestürztes UFO-Programm. Nur einer der Kernsätze des mysteriösen Wilson-Davis-Memos. Ein 15-seitiges UFO-Papier, welches selbst im US-Kongress für Aufsehen und wilde Diskussionen sorgt. Kennen Sie ein Dokument, welches 2019 auftauchte, das Wilson-Davis-Memo? Nein, ist mir nicht bekannt. Ich kenne das auch nicht. Herr Vorsitzender, ich würde gern dieses Dokument einreichen. Wunsch stattgegeben. Thank you, Mr. Chairman. Bei dem sogenannten Wilson-Davis-Memo soll es sich um die Mitschrift eines Gespräches handeln, das im Jahr 2002 zwischen einem Geheimdienstchef und einem US-Astrophysiker stattgefunden haben soll. In diesem Gespräch soll es um geheime Forschungsprogramme der USA gegangen sein, deren Inhalt es ist, abgestürzte UFO-Wrackteile zu untersuchen. Immer wieder die Legende um den UFO-Crash in Roswell. 1974 soll es in der US-Kleinstadt in New Mexico abgestürzt sein. Das später veröffentlichte Video einer Alien-Autopsie wird erst 1995, 48 Jahre später, als Fälschung enttarnt. Doch was ist mit den ominösen Wrackteilen? Top Secret verwahrt in der Militärbasis Area 51, tief in der Wüste Nevadas, dem Wallfahrtsort eines jeden Alien-Fans. Also zum einen gibt es mehrere Militärangehörige und auch Polizisten, die behaupten, Zeugen des damaligen angeblichen UFO-Abschusses in Roswell gewesen zu sein. Und es ist tatsächlich auch so, dass der Stanford-Professor Gary Nolan, ein bekannter Immunbiologe, öffentlich behauptet, von der CIA beauftragt worden zu sein, Teile zu untersuchen, die möglicherweise von UFOs stammen. Das Wilson-Davis-Memo feuert die UFO-Wrack-Debatte neu an. Ex-Geheimdienstchef Thomas Wilson bestreitet, jemals eine solche Unterhaltung geführt zu haben. Ex-NASA-Mitarbeiter Dr. Eric Davis hat weder bestätigt noch geleugnet, beruft sich stattdessen auf die Geheimhaltung. Experten sagen, dass die Details, die in diesem Dokument stehen und auch die Hintergründe und die Namen, die dort genannt werden, so detailliert sind, dass es recht aufwendig gewesen wäre, so ein Dokument zu fälschen. Wenn es sich um eine Fälschung handelt, dann muss man auch die Frage stellen, warum fälscht jemand so ein Dokument und wie kommt es dann am Ende dazu, dass sogar der US-Kongress darüber spricht? Authentischer Beweis oder gut gefälscht? Die Antwort ist irgendwo da draußen in den Sternen. Schöne ist, da es niemals richtige Beweise gibt, kann man immer und ewig über dieses Thema reden.